Einen wunderschönen guten Tag. Wieder hier in Lashen of the Puppet Girl. An meiner Seite wieder das doppelte Duo. Dreamer und Julie. Einmal Doppelwopper, bitte. Wop, wop. Ja, wie geht's uns denn heute? Ja, wie geht's uns denn heute? Ich bin in Ordnung, Mom. Dein Vater und ich werden morgen da sein. Mach dir keine Sorgen. Hast du dein Frühstück schon gegessen? Ja. Ich log. In Ordnung. Gut, ruf uns an, wenn du etwas brauchst. Ja, tschüss. Sehr kurz angebunden. Wäre ich aber auch, bin ich ganz ehrlich. Ach, das Haus kommt einem so leer vor ohne ihn. Wo warst du? Ich habe gestern den ganzen Tag auf deine Rückkehr gewartet. Wie bist du reingekommen? Und wo ist das Wasser? Habe ich die Tür aufgelassen? Warum bist du nicht zurückgekommen? Was ist mit Mason passiert? Wo ist er? Also erstmal frage ich mich, warum sie jetzt auf einmal so lange ohne Wasser hier außerhalb vom Wasser auskommen kann. Gute Frage. Was heißt ja lange? Wir hatten ja nur sie kurz mit zum Opa genommen. Vorher war sie am Strand, da war genug Wasser. Und dann ist sie ja anscheinend, nachdem der zusammengebrochen ist, erstmal schnell wieder abmarschiert. Und jetzt ist er eben wieder kurz hier. Wo ja, ist das sie hält es halt viel länger aus als zuvor noch am Anfang des Spiels. Und da gab es am Strand auch Wasser. Sie spricht ja von gestern, also muss sie ja quasi die Nacht über da gewesen sein. Ich habe keine Ahnung. Naja. Er ist fort. Wohin ist er gegangen? Er ist fort. Ja, sehr sinnvoll. Wohin? Er ist tot. Lüg mich nicht an! Wo ist er? Ich lüge nicht, er ist wirklich tot. Du lügst! Er war gestern noch hier! Das macht's nicht gerade einfacher. Nee. Er ist es wirklich, Es ist alles wegen gestern. Wenn ich dich nur nicht hierher gebracht hätte, wäre er vielleicht noch... Er ist wirklich fort? Das kann ja nicht sein. Es tut mir leid, dass ich geschrien habe. Ich habe nur... Es ist wegen gestern. Es ist wegen mir. Es ist wegen mir, dass er... Bitte sag mir nicht, dass ich es war. Nein. Seine Gesundheit hat sich in den letzten Jahren verschlechtert. Er war nun auch alt. Seine Zeit zu gehen war nah. Aber es hat angefangen, als ich zurückgekommen bin. Nein! Ich lasse sie aus der Tür rennen. Ich habe einfach nicht die Energie, ihr zu folgen. Hätte ich auch nicht. Es tut mir leid, Großvater. Das ist alles meine Schuld. Oh Mann. Ja. Puh. Keiner mehr zum Reden hier. Ja, nicht so schön. Tja, keine Ahnung, was machen wir jetzt? Wir müssen immer noch Larry suchen. Es ist eben... Jo, stimmt. Ja. Ups, was ist denn hier los? Was zum Teufel? Ach du Scheiße. Hab ich mir auch gerade gedacht. Jetzt weißt du, warum sie... Ja. Wow. Wohin gehst du? Die Stadt ist überflutet. Natürlich verschwinde ich hier, bevor es verschwindet. Was? Bevor es Ich verstehe. Ich nicht. Dort ist überall Wasser. Aber warum? Die Leute sind besorgter um die Überschwemmung als um das Loch, das ich gemacht habe. Ja, logisch. Puh. Der Laden ist geschlossen, innen ist es auch überflutet. Dort oben lebt jemand.
Selbst das Innere dieses Antiquitätenladens ist überflutet. Das Café ist jetzt geschlossen. Oh Mann. Können wir jetzt in den Laden gehen? Nee, wahrscheinlich nicht. Der Laden ist verschlossen. Gehen wir zum Strand, würde ich vorschlagen. Wie ist das passiert? Die Erhöhung der Stadt scheint niedriger als dieser Ort zu sein. Ich hoffe, die Flut erreicht diesen Platz nicht auch noch. Hallo? Niemand ist hier. Und wohin ist Shakira gegangen? Ich dachte, sie wäre hier. Wahrscheinlich zurück in ihre Blümchen. Das war vorher noch nicht so. Es ist nur Sand, soweit das Auge reicht. Na gut, dann gehen wir mal, oder zumindest versuchen wir das mal. Oh, wird eigentlich zur Brücke gehen. Shakira, die Stadt ist überflutet. Ist das nicht schön? Jetzt kann ich überall hingehen, wo ich will. Das ist überhaupt nicht schön. Warum ist es nicht schön? Wir können nicht in einer überfluteten Stadt leben. Was kannst du tun, um es aufzuhalten? Ich weiß nicht, wie man es aufhält. Außerdem war dieser Ort früher eine Sirenenoase, bevor die Menschen kamen. Das Wasser ist dazu bestimmt, hier zu sein. Hier gibt es keine Sirenen mehr. Sie brauchen diesen Ort als ihre Oase nicht mehr. Kannst du einen Song singen, um die Flut aufzuhalten? Ich kenne keine Songs dafür. Dann wird jeder hier fortgehen. Ich habe die Stadt ruiniert. Ich hätte hier gar nicht erst herkommen sollen. Gray? Ich glaube nicht, dass ich dir jetzt helfen kann. Ist das wegen Mason? Ist es wegen mir? Ich will immer noch nach Hause gehen. Du musst mir helfen. Je mehr ich dir helfe, desto mehr ruiniere ich das Leben der Leute hier. Du weißt nicht, wie man die Flut aufhält. Aber du kannst mich loswerden, indem du mir die Instrumente bringst. Erinnerst du dich daran? Du bist nur eine Person. Bitte, Gray, verlass mich nicht. Verlass mich nicht wie Mason. Schau, was ich getan habe. Großvater ist gestorben, weil ich ihn dazu gebracht habe. Nein, du warst es nicht. Du hast mir gesagt, es war, weil er sehr alt war. Ach, jetzt auf einmal alt. Ich kann dir jetzt nicht helfen, bitte versteh das. Nein! Das wird wohl Larry sein. Mhm. Nun, es sieht so aus, als wärst du zur Vernunft gekommen. Wusste ich so. Du bist es. Wo sind meine Instrumente? Ich habe eins genau hier. Ich habe die anderen versteckt. Also selbst wenn ihr versucht, das hier zu nehmen, werde ich euch die anderen nicht zeigen. Gray, ich muss dir auch mein Beileid für deinen Großvater überbringen. Er war ein guter Mann. Ich bin auch froh, dass du verstehst, warum du der Sirene nicht helfen kannst. Aber es ist so spät. Die Leute werden früher oder später von hier fortziehen. Diese Flut ist nicht rückgängig zu machen? Ha, wenn die Sirene nicht weiß, wie man die Flut aufhält, wird das Wasser vom Fluss nicht anhalten. Dies war früher eine Sirenenoase. So sollte es sein. Wir wissen, woher die Flut kommt. Laut den Nachrichten sind die guten Neuigkeiten, dass die Flut nicht größer werden wird. Das ist wirklich schön zu hören. Aber selbst wenn wir Sandbänke verwenden würden, um die Flut abzuhalten, sie scheint für immer da zu sein. Sandsäcke. Ja, sorry. Wirklich? Das Wasser, das aus dem Wald geflossen kommt, ist extrem stark. Das Land auf höheren Gebieten wird überflutet bleiben, aber das wird die Leute... Was? Unberührt bleiben. Ja, sorry. Wird unberührt bleiben, aber das wird die Leute nicht abhalten, vorzugehen. Nun, Sirene, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Bist du zufrieden? Gib mir meine Instrumente zurück.
Na, na, na. Dann gib mir meinen Sohn zurück. Was? Genau, Sirene. Vor 10 Jahren hast du mir mit deinem Song meinen Sohn weggenommen. Die einzige, die ich noch habe, ist meine Enkeltochter. Du hast viele weitere Familien auseinandergebracht. Wir haben zu lange in Angst vor dir gelebt. Du hast uns so viel genommen. Ich werde dir nicht einfach geben, was du willst. Du musst den Preis bezahlen. Risas Vater wurde weggelockt? Ja, Risa hat sich seit diesem Tage von so vielen Leuten abgesondert. Ich musste auf sie aufpassen. Ich wollte, dass sie glücklich aufwächst. Aber immer bei Vollmond wurde sie sehr emotional. Aber ich musste nach Hause gehen. Ich will nach Hause gehen. Kann man irgendwie auch verstehen. Was ist mit meinem Zuhause? Was ist mit Risas Zuhause? Was ist mit dem Zuhause von vielen anderen? Du hast uns zu viel genommen. Ich werde dich davon abhalten, zu bekommen, was du willst. Das ist irgendwie so ein Teufelskreis, ne? Ja, im Prinzip haben beide irgendwie recht. Aber beide gehen es halt sehr... Trotzdem kann ich Larry weniger leiden. Ja. Ich weiß nicht warum, aber... Aber das Problem ist halt einfach, wenn er sie aufhält, macht sie alles schlimmer mit Flut und Wasser und hast du nicht gesehen und es kommen beide nicht zu Ziel. Wobei, Ray. Eigentlich ist es ja unsere Schuld mit der Flut, weil wir ja im Wald den Stein Richtig. Mit dem Wasser verändert haben. Richtig. Ja, naja, das weiß ja keiner. Ja, das stimmt. Ray, bitte sei auf meiner Seite. Die Instrumente sind alle gefunden. Sie müssen nur zusammen gespielt werden und ich kann nach Hause gehen. Ich ahne es, dass wir irgendwie am Ende eine Entscheidung von den beiden wählen müssen. Also einen Weg wählen. Also entweder sie oder ihn wählen müssen. Mal schauen. Du wirfst mich los. Du musst mich nie wieder sehen. Bitte, Gray. Ist sie nicht der Grund, dass dein Großvater fort ist? Arschloch. Bitte. Wenn sie einmal gespielt wurde, dann was? Was wird denn all den anderen passieren? Chakaira, wenn sie zusammen gespielt werden, wird es einen weiteren negativen Effekt auf die Stadt haben? Ich weiß es nicht. Dann will ich es nicht riskieren. Gray! Ihr seid beide... Menschen sind... Oh, fuck. Jeder ist... Versuche nicht zu singen. Ich weiß, wie man deinen Song aufhält. Songs? Das erinnert mich... Larry, gibt es nicht noch einen anderen Grund, warum du die Instrumente genommen hast. Ich weiß, du hattest Verluste, aber Großvater hat mir von dem Tagebuch deines Vorfahren erzählt. Es gibt diesen Sirenenschatz nach dem Song. Ich muss wissen, ob das einer der Gründe ist, warum du sie gestern von uns gestohlen hast. Willst du den Schatz? Ich gebe ihn dir, wenn du mir meine Instrumente gibst. Doch, so ein fairer Tausch. Du weißt von diesem Schatz? Also willst du ihn? Ungeachtet, ob ich ihn will oder nicht, der Fakt bleibt, dass sie uns so viel genommen hat. Ich will etwas im Gegenzug. Gib mir den Schatz und ich sage dir vielleicht, wo die Instrumente sind. Gray, dieser Mensch will diese Stadt nicht retten. Er will den Sirenenschatz. Soll er ihn meinetwegen haben, dann kann die Stadt gerettet werden. Ja. Ich lebe hier. Ich will nicht, dass der Stadt etwas passiert. Aber sieh, was passiert ist. Gib mir den Schatz als Entschädigung. Wenn, dann geben wir den Schatz der Stadt als Entschädigung, nicht dir persönlich. Ja, stimmt auch wieder. In Ordnung. Ich werde ihn dir geben. Im Gegenzug musst du versprechen, mir den Standort der anderen Instrumente zu verraten. Und wen finden wir es doch eh heraus? Wir haben doch selbst Instrumente. Haben wir das schon mal gemacht. Dann haben wir einen Deal. Gray, du musst jetzt gehen. Warum? Ich werde dir nicht erlauben, den Schatz zu sehen. Warum? Ich will ihn doch eh nicht. Was ist so schlimm daran? Ich glaube, sie hat einen Plan.
Ich bin nicht daran interessiert. Ich will nur, dass alles wieder normal wird. Ich glaube, sie will ihn verarschen und irgendwo Falschen locken. Geh, ich werde zu dir kommen, wenn ich muss. Wenn nicht, dann bedeutet das auf Wiedersehen. Ich habe kein Interesse an jemandem, der mir nicht helfen will. Dann komm gut nach Hause. Ich frage mich, ob ich zurückgehe nach Shakaira sehen soll. Vielleicht hätte ich sie nicht allein lassen sollen. Sie mögen sich wirklich nicht. Risa sitzt am Wasser. Warum ist sie da? Ich will allerdings wirklich... Was? Ich will allerdings nichts wirklich tun nach Großvaters Tod. Ich will nur schlafen. Und ich will speichern. Nein. Doch, das war der, den ich beschreiben werde. Richtig. Das war der andere Test, den jetzt. Risa, warum bist du hier? Gray, von allen Leuten tauchst gerade du hier auf? Ich warte auf Großvater. Warum bist du hier? Warum wartest du hier auf Larry? Weil... Ich sehe eine Tasche hinter ihr. Ich erkenne die Umrisse in der Tasche. Du hast sie, oder? Ich habe was? Die Harfe und die Flöte. Und wenn ich sie habe, warum kümmert es dich? Großvater hat mir gesagt, sie zu behalten, bis er zurückkommt. Kindchen, ich glaube, er kommt nicht wieder. Du kannst sie auch gleich mit in die Stadt nehmen. Dein Großvater wird sie sowieso zurückgeben. Das glaube ich nicht. Weißt du, wem sie gehören? Ja, hat dein Großvater dir die Geschichte über die Sirene erzählt? Ja, er hat's mir letzte Nacht erzählt. Er hat auch erzählt, warum hier eine Flut ist. Wir werden wegziehen. Wir haben genug von der Piper Girl-Legende. Und ich hab's auch satt. Du hast immer versucht, sie loszuwerden. Ja, und ich gebe auf. Ich war gerade bei deinem Großvater. Er wird der Sirene die Instrumente zurückgeben, wenn sie ihm ihren Schatz gibt. Schatz? Ja, Sirenen sammeln sie aus verschiedenen Schiffsbrüchen. Dein Großvater wird ihn bekommen. Also kennst du die ganze Geschichte. Großvater hat sie mir gestern erst gesagt. Sag mir nicht, dass du in den Wald gegangen bist, ohne die Geschichte vorher zu kennen. Ist er doch genauso. Bin ich. Und eine Menge anderer Leute haben es auch getan. Hast du nicht die Anhänger gesehen, die die Leute dort angebracht haben? Sie wollten sie abwehren, weil sie dachten, dass sie ein Geist wäre. Ich habe es nur getan, weil ich dachte, sie hätte Angst vor meinen Aufzeichnungen. Du hast versucht, sie zu verjagen? Ich dachte auch, dass sie ein Geist wäre. Ich dachte, ich könnte sie verjagen. Ich habe sie einfach nur nicht gemacht. Wegen deinem Vater, nicht wahr? Ja, ich habe angefangen, es zu tun, als ich damals emotional war. Ich hatte nicht so viel Angst, weil ich wütend war. Dann wurde es Routine. Ich dachte, ich könnte auch das Verschwinden von anderen verhindern. Ich bin nicht die Einzige, die in diesen Wald gegangen ist, weißt du? Es tut mir leid wegen deinem Vater. Da ist nichts, was dir leid tun müsste. Wir sollten zurück zu deinem Großvater gehen. Großvater hat mich noch nicht gerufen. Vielleicht hat er das nicht und ich weiß nicht, was zwischen den beiden vorgeht. Sie sind allein in der Nähe seines Ladens. Vielleicht hätte ich sie nicht allein lassen sollen. Dann lass uns gehen. Ja, ich speichere nochmal eine Runde. Interessant, interessant. Bin gespannt, wie lange es noch dauert, geht, das Spiel. Ich verstehe. Oh, sie singt. Du verstehst es endlich, oder? Ich musste so viel singen, da du musikalisch geneigt bist. Oh Gott, es gibt so viele Schätze. Sie sind prächtig.
Das ist ein wahr gewordener Traum. Okay. Ah, du bist zurückgekommen, Gray. Es ist gut, dass du nicht so früh zurückgekommen bist. Nun, Larry, sag mir, wo meine Instrumente sind. Der Schatz, er gehört nur mir. Etwas läuft hier furchtbar falsch. Shakira, was ist passiert? Er wollte den Schatz sehen. Er hat bekommen, was er wollte. Was soll das heißen? Wo ist der Schatz? In seinem ewigen Traum. Oh, 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 oh. Der Schatz ist wunderschön. Ich kann jetzt tun, was auch immer ich will. Warum habe ich das nicht früher gefunden? Oh weia. Sag mir, wo meine Instrumente sind. Der Schatz. Sie hat ihn kaputt gemacht. Sein Verlangen nach dem Schatz ist zu groß. Er kann mich nicht einmal hören. Was ist mit meinem Großvater los? Warum ist er so? Er wollte den Schatz. Also habe ich den Song gesungen, der ihm ihn zeigt. Ist das nicht einfach ein weiterer Song, von dem Leute nicht aufwachen können? Ja, dies ist ein Song, durch den man den Schatz sehen kann. Es ist ein Song, den wir verwenden, wenn wir Sirenen in unseren letzten Momenten in Qual sind. Er hat sich gewünscht, ihn zu sehen. Ich habe ihn sehen lassen. Larry, kannst du uns sehen? Der Schatz. Großvater! Du! Gib mir meinen Großvater zurück! Ich kann ihm jetzt nicht helfen. Er ist zu tief in seinem Traum. Ich verschluckt. Nicht schlimm. Geht's wieder? Ja. Nein! Großvater, du musst aufwachen! Jakaira, es muss einen Weg geben, ihn zurückzubringen. Aber... Ich weiß, ich bin fies. Ja, es nervt. Ob es einen Weg geht, erfahren wir erst im nächsten Part. Bis dahin, liebe Leute. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, wenn wir dann das Finale haben. Hoffentlich. Mach's gut. Ciao.